Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, so, einmal einen Blick auf die Karte geworfen. Ich habe das letzte Artefakt gefunden. Ich musste auch ehrlich gesagt einmal selbst nachgucken, wo es sich versteckt. Und es hat sich hier irgendwo oben im Norden versteckt. Ich weiß schon gar nicht mehr genau die Location, aber es war wieder ein verfluchter Ort. So, wir wollten ja weitermachen. Wir haben das letzte Mal unsere Ausrüstung ein bisschen geupgradet, vieles gemacht und möchte doch jetzt gerne mal hier bei uns in der Heimat, jetzt müssen wir mal gucken, ein paar Vorkehrungen hier treffen. Erstmal möchte ich gerne hier mit dir mich unterhalten. Was hast du mir heute mitgebracht, Ava? Genau, und zwar Jagdlieferung. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich war ja, man könnte sagen, fleißig jagen, aber ich glaube, wir haben nicht alles zusammengesammelt. Schön, das hilft auch der Siedlung. Zack, ausgeliefert. Das heißt, wir kriegen jetzt die Rune, ne? Du tust mir einen großen Gefallen. Ach du Jemine, da ist ja richtig viel Neues dazugekommen. Wildschweinhauer. Oh, ich muss Wildschweine jagen gehen. Schwarzbärenfell. Oh, Belohnung, hier. Das könnte ich gut gebrauchen. Hasenpfote, Braunbärfell und Tierknochen. Das können wir gut gebrauchen. Ja, das können wir gut gebrauchen. Hier, du bekommst alles, was ich so im Inventar rumfliegen habe. Das können wir immer gebrauchen. Ja, das sieht gut aus. Dankeschön. Sonst nichts? Nee, das war's erstmal. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald dann. Okay, Nummer 1. Ich möchte mich gerne im Bruderschaftshaus einmal unterhalten mit unserem werten Freund, weil ich glaube, wir haben ja jetzt 3 Medaillons. War das richtig? Ich weiß es nicht genau. Gucken wir mal. Ordenssiegel geben. Geht nicht. Wir brauchen 4? Wahrscheinlich. Kodexseiten geht auch noch nicht. Okay. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Gut. Also da sind wir anscheinend noch nicht so weit gekommen, aber wir sind ja in einer Hauptgeschichte weitergekommen, deswegen brauchen wir gerade Proviant. Ja, Proviant ist immer gut, nehmen wir direkt mal mit, die guten Mahlzeiten. Wir werden uns mit dem Mädel von Sigurd unterhalten, Randvi, ne? Und ihr Bericht erstatten, dass das funktioniert. Hallo, wer bist du denn? Hallo? Knut, was machst du hier? Eivor, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir? Sylva und Aira sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Nein, sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Oha. Bring mich zu ihnen. Oha, den Kids geht's nicht gut? Nee. Folge Knut, genau. Wir werden jetzt noch keinen Bericht erstatten. Beeilen wir uns. Ja, ich bin ja auf dem Weg, hör mal. Ich bin ja auf dem Weg. Was haben die denn gemacht? Wieder rumgetollt und, Was ist passiert? Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen. Ich bin mal gespannt. Das sind so kleine Nebenaufgaben hier in unserem Rabenlager. Rechnertopf oder wie es jetzt ausgesprochen wird. Ich habe echt Probleme mit den Namen. Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Ah ja, mal noch ein bisschen Proviant. Das können wir mitnehmen. Hallo Fuchs. Hallo Füchse. Das sieht halt so schick aus. Komm schon, Eivor. Kannst du nicht schneller? Knut, du musst mir sagen, was passiert ist. Nein, du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Wo möchtest du denn mit uns hin? Was ist denn los? Echt gemacht? Sch, sie kommen. Sehr gut, du hast Ava hergebracht. Gut gemacht, Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Ava. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eiras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Aira. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund.
Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Oh, nee, nee. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Ein Wolf? Wir müssen ihm helfen, sonst verhungert er. Armes Ding. Finde einen Weg, den Wolf zu befreien. Pinselt! Wir müssen ihm helfen. Seine Familie vermisst ihn bestimmt schon. Das kam ja von hier oben, oder? Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ach, da. Nee, hier ist er doch gar nicht, außer so ein nettes Schweinlein. Der Schlüssel für die Tür. Ich muss sie vorsichtig öffnen. Der Wauwau ist hier drinne? Das Schwein hat echt den Schlüssel gefressen. Ich befreie den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Tagebuch des Jägers. Es findet sich keine Sicherheit in Bündnissen mit Wilden und Dänen. Trotz meiner Warnung laden sie fremde Wikinger in unser Dorf ein und pflegen Umgang mit diesen Verwahrlosten. Verflucht seien sie alle. Wenn sie denen ihre Tore öffnen, so sage ich, sind sie für mich verschlossen. Lieber lebe ich glücklich, allein und in Sicherheit, denn in dem Unheil, das sie heraufbeschworen. War das vielleicht sein Haustier, oder? In diesen Schädeln sind Bissspuren. Der Wolf muss ihm beim Jagen geholfen haben. Oha. Ein zahmer Wolf? Das ist ja... Sowas gibt es, ne? Der Mann war sehr stolz auf seine Jagdbeute. Wenigstens hinterlässt er etwas. In der Tat. Hallo, Wolfelein. Ruhig. Ganz ruhig. Ja. Siehst du ganz freundlich aus. Du siehst ganz freundlich aus mit so einem Wolf, ne? Also, die kleine Wölfin, die sich hier herumtrieb und um Futter bettelte, ist ein ordentlicher Jagdhund. Ich habe meinen Lebtag mehr Wölfe getötet, als ich zählen kann, aber sie scheint lang genug von ihrem Rudel fort zu sein, dass sie ihre wilderen und grausamen Triebe verloren hat. Wenn sie sich als nützlich erweist, gebe ich ihr womöglich einen Namen. Tatsache, ja, hat sie halt gezähmt. Warte, ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Krieger. Das heißt, die ist zahm, die ist frei. Alles ne? In Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Nee. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch so viel lernen. Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Das ist ja mega cool gemacht. Das sind so wirklich nette Nebenaufgaben halt, ne? Oh, mehr Wölfe! Aber nicht unser neuer Freund! Eivor! Bleib zurück! Oha, hallo! Ja, das tut mir halt leid für euch jetzt, aber so ist es. Was? Tatsächlich? Kommt er jetzt noch ein Wolf? Seid ihr wohlauf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund. Wolfi! Was? Hund, Wolfi, Wolfi. Wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht.
Wir sollten ihn Maus nennen. Maus? Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Ihr soll dem Wulf jetzt... wir nennen ihn Hulfi. Hulfi. Das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Ja. Er ist unser bester Freund. Das heißt, er kommt jetzt mit jetzt zurück. Müssen wir aber nach Hause. Wir alle. Na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben wie du, Eivor. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Kinder. Oh, wie schön. Und die haben jetzt einen Freund. Nun, habt ihr Kinder heute irgendetwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht? Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Okay, ja, dann haben wir ein Haustier fürs Dorf. Wolf. An Randvi ist natürlich fleißig am Erzählen. Da müssen wir jetzt auch als Nächstes hin. Aber wir bringen die Kids erstmal nach Hause. Finde ich ja sehr, sehr, sehr cool gemacht. Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch. Und vergesst euren neuen Freund nicht. Neue Fähigkeit, der beste Freund des Menschen. Oha, was ist das denn? Jetzt bin ich ja neugierig. Der beste Freund des Menschen, hetze einen Wolf auf einen Gegner. Oh, okay, das nehmen wir mit. Du kommst doch direkt auf die 2, das finde ich gut. Ablenken, Wolf und vielleicht das Todeszeichen auf der 3, ne? Das sollte funktionieren. Quest abgeschlossen, ein kleines Problem. Ich hoffe, dass das Problem jetzt auch dann vorbei ist. Und wieder 2 Punkte. So, wir gehen mal hinein. Was haben wir denn hier Schönes? Genau, wir müssen ja einmal hier rein. Und wo war unser Zimmer? Unser Zimmer war geradeaus, ne? Haben wir irgendwie was Neues? Ränge ansehen. Die Hütte der Seherin und den Kartenmacher. Ja, gibt sonst nichts Besonderes, ne? Außerdem gibt es ein paar weitere Möglichkeiten, unsere Feierlichkeiten zu verbessern. Ja, das passt. Das werden wir alles noch Stück für Stück machen. Gibt es neue Post? Ne, neue Post gibt es auch nicht. Und im Bett schlafen gehen? Nö, nö, ich glaube, das braucht man nicht. Ach, er ist hier, okay. Ah, du hast es hierher geschafft, Chilbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Bündnis abgeschlossen. Jetzt ist da ein Rabe. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen Kinder? Augenlose Kinder? Was? Nein, das kann nicht stimmen. Frag ihn besser selbst. Ihr seid noch nicht lange in Englerland, oder? Ich sehe auf dieser Karte, dass ihr Mercia kaum bereist habt. Hab nur Geduld, kleiner Herr. Sprich mit dem Händler, der zu Besuch ist. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Augenlose Kinder? Das kann ja nicht sein, oder? Gerade so ein bisschen Frosch im Hals, entschuldigt. Aber unterhalten wir uns erstmal. Hallöchen, wer bist du denn? Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet ihr sprechen. Randvi sagte mir, ihr seid Händler. Ah, hallo, hallo. Bist du der Anführer dieses geschäftigen Lagers? Wir kommen im Namen der Tausend Augen.
Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Bitte was? Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Okay. Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand. Aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich. Du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her. Das sind die Waren, die ich anbiete. Nur mit Opalen. Täglicher Auswahl. Wöchentliche Auswahl. Oha. Oh, 120 Opale, 100. Okay, Runenstein rechter Arm. Ein Tattoo, was wir kaufen können gegen 50. Wir können hier Draugenarm schienen. Krummsäbel, mystisches Großschwert. Leichter Schaden wird nach schweren Abschlüssen erhöht. Okay, wow. Wir dürfen hier mit den Opalen also uns ganz besondere Rüstung hier kaufen. Wenn ich das richtig sehe. Cool. Aber brauchen wir ein paar Opale. Vor allen Dingen, was ich interessant finde, es hat ja wirklich Multiplayer-Modus, wenn es hier um wöchentliche und tägliche Auswahlen geht. Das ist ja stark. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Ach, bestimmt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch ein Freund der tausend Augen. Okay. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier? Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Okay. Wir haben 50 Opale dazu bekommen. Warte mal. Wikinger gesucht. Neue Quest. Moment, wir sprechen nochmal mit ihm. Ich grüße dich. Ich will einen Vertrag. Das heißt, wir dürfen Aufgaben annehmen? Was bietest du heute an? Ach so, mit den 50 Opalen haben wir erst knapp 70. Okay. Ja. Herausforderung hier wieder, ne? Nee, ich muss weg. Wir sehen uns später. Dann auf bald. Also wir haben anscheinend hier ein neues Symbol. Das ist etwas ganz Neues. Das ist ja interessant. Okay. Das ist ja mal mega. Das heißt, wir dürfen uns ganz spezielle Ausrüstung gegen Opale kaufen. Aber Opale gibt es ja nicht wie Sand am Meer, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Ach du Jemine. Da müssen wir mal gucken. Jetzt geht es erstmal weiter um die Bündnisse. Zumindest das nächste Gebiet. Hab ich recht, meine Gute? Ha? Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Das kann sein. Zeig mir doch mal die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, wir haben wieder zwei neue Ortschaften. Einmal Lunden. Ja, empfohlene Stärke 90. Oder wir gehen natürlich in den Süden. Empfohlene Stärke 20. Ja. Erzähl mir von Grantabrück, Schier. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses.
Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Okay. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Aber das machen wir auf jeden Fall, bevor wir jetzt ins nächste hohe Gebiet gehen, nämlich lieber das 0815-Gebiet, weil sonst müssen wir es ja nie irgendwann mal einnehmen, ne? Ich breche sofort auf. Gut, und möge dich Freyas Segen begleiten. Gute Dankeschön. Reise. Ja, nachdem wir ja Legrakrester Schia geholt haben, passt das ja. Was ist los? Zählt der Hund jetzt zu uns oder zu denen? Haben wir jetzt den Hund oder die Kids? Das ist ein bisschen merkwürdig. Na gut, wir gehen mal eben kurz gucken. Wenn das Spiel mich auch lässt, dankeschön. Wir geben mal eben kurz ein paar Punkte aus, denn ich meine, immer zwei Punkte ausgeben ist ein bisschen nervtötend, aber bitte, wir gehen einmal hier den Weg nach oben. Da werden wir uns den Schrecken holen. Nach einem Benommenheitsabschluss ducken sich schwächere Gegner. Das ist ganz nett. Vielleicht nicht must-to-have, aber nett. Gehen in die Aufgaben. Das verstreute Heer. Das heißt, wir müssen das Lied von Soma einmal nach Granta Brytschia, Brytschik, wie auch immer. Wir sagen jetzt Granta dazu, dann ist es einfacher auch für mich und für euch. Dann einmal Richtung Süden reisen. Und da gab es natürlich auch noch einige Sachen, die wir uns hier näher angucken können. Ne? Das große verstreute Heer, das Lied von Soma haben wir hier. Wir waren ja hier schon, je nachdem, mal rauben, plündern und was so dazugehört. Und ich finde, fürs nächste neue Gebiet ist das doch gar nicht so verkehrt. Da können wir doch mal, ne, 130, 250, 220, 160, 160, ja, East 6. Wir haben auf jeden Fall was zu tun. Deswegen vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden eben die Schnellreise bestätigen. Und dann werden wir uns mal der nächsten Hauptgeschichte, ich weiß es nicht, Verbündetengeschichte anschließen. Der Sigurd hat ja gesagt, er wird uns ja schon rufen, wenn er uns braucht. Ein paar Reichtümer haben wir schon, Rätsel noch gar nicht, ein paar Artefakte haben wir auch schon geholt. Ach, sehr schön. Randvi erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Ja, so ist es. Und da müssen wir dann als nächstes hin. Und natürlich auch hier, 500 Meter um die Ecke, natürlich den nächsten Orden müssen wir da, ne? Ja. Unser Beuchelmordauftrag. Wenn man das so sagen möchte, wiederum. Einmal hinunter. Ja, aber das und vieles mehr, wie gesagt, das nächste Mal, ne? Ist halt immer so ein bisschen, ich will die Folgen nicht allzu lang machen. Und ich will die Folgen aber auch nicht zu kurz machen, deswegen... Bis dato fahren wir recht gut, so mit der Zeit 20, 25 bis maximum 30 Minuten und bleibt mir gesund, ja? Bis dahin.